Xenoglossie. Xenoglossie ist die Fähigkeit, in einer fremden Sprache zu sprechen, ohne sie gelernt zu haben. Xenoglossie wird auch als Zungenreden bezeichnet und auch als Glossolalie. Xenos ist griechisch und bedeutet fremd, Glossa bedeutet Zunge und Sprache. Also Xenoglossie ist die Fähigkeit, in fremden Sprachen zu sprechen. Bekannt ist zum Beispiel Xenoglossie aus dem Pfingsterlebnis der Jünger Jesu. In dem Pfingsterlebnis haben die Jünger plötzlich den Heiligen Geist gespürt, sie haben ein Sausen und Brausen gespürt, sie fingen an zu reden und die Anwesenden hatten das Gefühl, dass die Jünger in ihrer eigenen Muttersprache geredet haben. Xenoglossie im Pfingsterlebnis war mehr auf der Erlebensebene der Zuhörer als im Sprechen der Jünger, denn die Menschen in unterschiedlichen Sprachen hatten das Gefühl, dass die Jünger eben genau in ihrer persönlichen Sprache sprechen. Xenoglossie findet man unter Hypnose, das heißt, unter Hypnose kann ein Mensch in Sprachen sprechen, die er bisher nicht gesprochen hat. Insbesondere in der Reinkarnationstherapie oder in der Reinkarnationshypnose ist das etwas, was gar nicht so selten ist. Wenn ein Hypnotiseur einer Person suggeriert, in eine frühere Existenz zurückzukehren, dann kann die Person mindestens Sprachbrocken aus der fremden Sprache sprechen oder auch vollständig in der fremden Sprache sprechen, die sie vorher nie gelernt hatte. Das ist also die Xenoglossie in der Rückführungstherapie. Man findet es auch unter Medien und Transmedien. Das heißt, Menschen, dass Medien in ihrer Trance das plötzlich von einem Geist, von einem Astralwesen durchdrungen werden und dann können sie plötzlich in einer Sprache sprechen, die sie bisher nicht kannten, Xenoglossie. Man findet es auch in christlich-charismatischen Kreisen, zum Beispiel in der Pfingstbewegung, dass Menschen im Gottesdienst anfangen, in Sprache Worte zu formulieren, die sie nicht kennen. Nicht immer sind das dann tatsächlich andere Sprachen, manchmal ist es einfach ein Kauderwelsch, aber gar nicht so selten geschieht es in diesen Pfingstgottesdiensten, dass Menschen Brocken aus einer fremden Sprache sprechen. Xenoglossie ist also eine der Phänomene aus der Parapsychologie, die manchmal behauptet werden und einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten, aber es gibt Fälle von Xenoglossie, die schon sehr erstaunlich sind, wo Menschen in einer Sprache sprechen, die sie nicht kannten und nicht gekannt haben können.